Herr Neef hat uns erfreut mit sehr, sehr vielen Aufsätzen, Essays vor allem. Ich glaube, die Essayistik ist eine besondere Stärke. Dicke Bücher nicht so. Wohl aber Broschüren, zum Beispiel die über Non-Zentralismus, die beim Liberalen Institut erschienen ist, auch in anderen Sprachen, ist auch ein viel begehrter Redner. Hat uns hier auch gleich an den ersten, gleich beim ersten Mal wieder zur Eröffnung hier, war er auch Referent. Es waren damals auch sehr viele Leute da. Und ich freue mich, dass er nun daran anschließt an diesem schönen Januartag. Lieber Gerd, ich bin sehr gerne hierher gekommen, obwohl für mich heute ein trauriger Tag ist, weil die Schweizer Nationalbank einen weiteren Schritt zur Abhängigmachung vom Weltfinanzmarkt vollzogen hat, den ich nicht kommentieren möchte. Vielleicht ist es ein Kniefall, vielleicht auch einfach eine Anpassung und ein Verzicht auf einen ohnehin zwecklosen Widerstand. Ich vermag das nicht zu beurteilen, aber es erfüllt mich nicht mit Freude. Und die Märkte haben ja interessanterweise auch nicht freudvoll reagiert. Aber das soll uns nicht daran hindern, das Thema heute zu besprechen. Und ich freue mich auch auf Ihre Fragen. Ich weiß, dass ich hier in einem Kreis bin, wo die Schweiz mit sehr viel Wohlwollen immer behandelt wird. Mein Freund Gerd ist ja geradezu helvetophil. Er hat mir zunächst vorgeschlagen, ich soll doch so die Frage beantworten, was ist los mit der Schweiz? Weil der Eindruck entsteht, dass in den letzten 3-5 Jahren doch eine Entwicklung im Gange ist, von Selbstzweifeln, von Abstand nehmen, vom Sonderfall und von allen Dingen, die dem Gerd so gut gefallen und mir auch. Diese Entwicklung ist da, aber ich sehe sie weniger dramatisch und ich werde darauf zurückkommen, warum. Ich weiß, dass in Deutschland die Schweiz nicht überall so viel Sympathie genießt und vor allem rückblickend in die Geschichte habe ich mir ein paar Urteile über die Schweiz zusammengesucht. Da gibt es das berüchtigte Urteil von Kaiser Maximilian, der sich gefragt hat, ob ein Volk ohne Herrscher, so wie die Schweizer, überhaupt zur christlichen Welt gezählt werden können. Er schreibt in einem Manifest, die Eidgenossenschaft habe die Christenheit jämmerlich verlassen. Und ein Gelehrter, der sehr viel gelesen wurde im späteren 15. Jahrhundert, beklagte, die Schweizer seien den Fürsten feind, aufrührerisch und schon seit langer Zeit widerspenstig und ungehorsam gegen ihre Herren, von Verachtung gegen andere und von Anmaßung in sich selbst erfüllt. Ein Jakob Wimpfeling hat sogar ein öffentliches Gebet publiziert, wo er sagt, daher habe ich aus Erbarmen mit seiner Einfalt dieses Selbstgespräch herausgegeben, Gott bittend, dass jenes Volk endlich erleuchtet werde zum Reich, von dem es getrennt ist, zurückkehre und Könige und Fürsten anerkenne und Gehorsam leiste. Auch später gab es Switzerland-Bashing von anderer Seite, auch von deutscher Seite, aber das Bild hängt nicht hier an der Wand. Das ist Friedrich Engels, der 1847 schreibt, die Urschweiz hat nie etwas anderes getan, als sich gegen die Zentralisation angestemmt. Sie hat mit einer wirklich tierischen Hartnäckigkeit auf ihrer Absonderung von der ganzen übrigen Welt, auf ihren lokalen Sitten, Trachten, Vorurteilen und auf ihrer ganzen Lokalborniertheit und Abgeschlossenheit bestanden. Soweit das Urteil aus dem 19. Jahrhundert. Noch ein letztes. König Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen sieht in der Schweiz nach dem Ende des Sonderbundskriegs 1847 eine radikalen Sekte an der Regierung, die dem Land Pöbelfreiheit gebracht hat. Und drohend fordert er, dass die Schweizer von ihrer neuen Ordnung wieder abrücken müssten.
Er schreibt wörtlich, die Mächte haben aus Selbsterhaltungspflicht das Recht, die Schweiz dazu im Notfall zu zwingen. Nicht mit der Kavallerie, aber mit den damaligen Mitteln. Es gibt kein droit acquis, wenn es himmelschreiend gemissbraucht, wenn die Freiheit Deckel der Bosheit und des Bestgräuels wird. Soweit die Urteile aus anderen Jahrhunderten. Ich bin natürlich froh, dass mir nicht ähnliche Töne hier jetzt entgegenklingen. Aber ich beginne mit einem Hadern mit dem Thema. Ich nehme die Themen immer sehr ernst, vor allem wenn ich auch selbst dabei war, wenn man sie formuliert. Ich wollte nicht, was ist los mit der Schweiz, sondern ich habe bewusst die beiden Begriffe Anpassung und Widerstand gewählt. Und Anpassung ist nicht per se schlecht und Widerstand ist nicht per se gut, sondern es geht um die Frage des Maßes und als Beispiel für mögliche Alternativen. Und ich habe einleitend gesagt, dass ich den Wandel der Schweizer Selbsteinschätzung nicht so dramatisch sehe, aber ich habe schon immer davor gewarnt, die Schweiz als Modell darzustellen oder als Musterland oder als kopierbares Beispiel. Und ich habe immer wieder in Vorträgen einen Satz gesagt, an den du dich sicher erinnerst, die Trumpfkarte der Schweiz ist, dass wir uns etwas langsamer in die falsche Richtung bewegen als andere. Der Satz ist nicht von mir, sondern es ist ein Zitat eines guten Freundes, Jörg Baumberger, der auf Englisch gesagt hat, Ladies and Gentlemen, we can't go slow enough in the wrong direction. Und ist jetzt die Frage, ist es wirklich nur die Langsamkeit? Und das Lob der Langsamkeit und die Bremskraft, die den Sonderfall Schweiz ausmachen, das wäre ein bisschen wenig. Und ich versuche, andere Dinge auch hervorzuheben. Sicher hat die direkte Demokratie eine Bremskraft und sicher hat auch der Nomzentralismus eine Bremskraft, weil es braucht ja, um Änderungen zu vollziehen in der Schweiz, nicht nur Volksmehrheiten, sondern auch, was wir Stände mehr nennen. Die Stände, das ist einfach der alte Begriff für Kantone. Es braucht auch die Mehrheit der Kantone, um eine Verfassungsänderung durchzuführen. Das Ganze hat auch mit einem bedächtigen Volkscharakter der Schweiz zu tun. Die Schweizer sind ursprünglich ein Volk von Bauern und Hirten. Und Bauern, die wählen im Zweifelsfall das Bewährte und das Bekannte. Selbst wenn es Nachteile hat. Ich teile jetzt aber die Sorgen der Helvetophilen in aller Welt und vor allem in Deutschland und nehme diese Außenwahrnehmung, dass es jetzt in der Schweiz wirklich immer mehr Selbstzweifel gibt und immer mehr ein Abweichen von diesen alten Tugenden, die nehme ich sehr ernst, weil man darf sich nicht nur auf die eigene Innenwahrnehmung abstützen, sondern man muss auch schauen, was andere vielleicht von außen kritischer und schneller und besser wahrnehmen. Ich weiß aber, und Sie wissen das auch, dass alle Wahrnehmungen subjektiv sind. Das ist banal, aber sie sind immer auch selektiv. Und es gibt darüber eine sehr lehrreiche Geschichte, die ich nicht in extenso vortragen möchte, aber die ich erwähnen möchte. Vielleicht ist sie in diesem Kreis bekannt. Sie stammt von Voltaire. Es ist nicht Candide, sondern es ist eine andere Geschichte, die heißt Le Monde comme il va, die Welt wie sie läuft. Und in dieser Geschichte geht es um Folgendes. Es geht um die Stadt Ninive und der Weltherrscher dieser Zeit überlegt sich, ob er die Stadt Ninive ertränken, untergehen lassen will oder nicht. Und was spricht dafür, was spricht dagegen? Natürlich ist es nicht Ninive, es ist Paris. Und er beschreibt die Zustände in Paris und er ernennt, also Voltaire ernennt einen Prüfer. Das ist ein junger, naiver, aber intelligenter Mann, der soll eine Woche lang in Paris sich herumschauen und jeden Tag rapportieren, was er gesehen hat
Und zuletzt, nach all diesen Rapporten, entscheidet dann der Weltenherrscher, ob er die Stadt erdrängt oder nicht erdrängt. Und wie das so geht, am einen Abend trifft er lauter gute Leute, da ist im Hayek-Club oder irgendwo, und da findet er, das ist super. Und am anderen Tag trifft er lauter schlimme Dinge, und da sagt er, diese Stadt verdient nichts anderes als den Untergang. Und so geht das durch die ganze Woche. Glücklicherweise ist er am letzten Tag in der Oper und genießt ein schönes Nachtessen mit einer guten Gesellschaft. Und sein letzter Eindruck ist wieder positiv. Und er empfiehlt darum, dass Ninive, also Paris, wegen dieser guten Verpflegung und wegen der schönen Frauen eben doch nicht vernichtet werden soll. Aber die Pointe der Geschichte ist, dass es immer sehr zufällig ist, welche Wahrnehmungen dann zu welchen Schlüssen führen. Und das muss auch gegenüber der Schweiz gelten. Man wird, wenn man gewisse Dinge anschaut, auf den Gedanken kommen, diese Schweiz ist nichts Besonderes, sie verdient es nicht mehr, eine Sonderstellung zu genießen, sondern die soll, weil sie keine besonderen Merkmale mehr hat, soll sie sich auch integrieren und den Integrationspreis voll bezahlen und aufhören, Gründe zu suchen, warum man Rosinen picken darf. Babuk hätte ja nach Bern gehen können und in Bern hätte er eine Bundesverwaltung getroffen, die mehrheitlich, und zwar großmehrheitlich, das zeigen Umfragen, für einen Beitritt zur Europäischen Union sind. Es gibt viele Gründe dafür, nicht Bürokraten mögen Bürokraten, ihre Wirkung wird gestärkt und so weiter, und kommt dazu, dass die jetzige Bundesverwaltung doch sehr stark auch durch Mitte-Links-Leute besetzt ist. Ich komme darauf zurück, wie das zustande kam. Und wenn also dieser Babuk sich in Bern umgesehen hätte, dann wäre er an jenem Abend zum Resultat gekommen, die Schweiz ist eigentlich kein Sonderfall mehr. Aber wenn er am anderen Tag irgendwo in Appenzell in ein Restaurant gegangen wäre und dort am Tisch diskutiert hätte, dann hätte er einen anderen Eindruck gefunden. Oder wenn er eine Rede von Altbundesrat Blocher gehört hätte im Albis Gürtli, das ist ein Schützenhaus, wo er doch ganz andere Töne gehört hätte. Oder wenn er gar auf dem Modelhof, das ist ein spezielles Gebäude, das ein Freund von mir erstellt hat als Rathaus eines noch auszurüpfenden freien Kleinststaates, dann hätte er möglicherweise gesagt, also das gibt es noch originelle Ideen, und das wäre schade, wenn man jetzt diese originellen Ideen einfach integrieren würde in ein großes Ganzes. Nun, was mir an der Schweiz gefällt und was ich auch immer unterstützt habe und was ich wichtig finde, das ist ein Begriff, den ich kreative Dissidenz nenne. Nicht einfach nur Dissidenz, das ist zu einfach, wenn man immer das Gegenteil von dem macht, was andere machen, aber Dissidenz muss kreativ sein, und kreative Dissidenz ist natürlich gerade nicht das, was Anpassung ist. Ich möchte jetzt aber noch ein bisschen hadern mit den beiden Begriffen Anpassung und Widerstand. Weil da steckt viel Grundsätzliches dahinter, auch aus liberaler Sicht. Das Leben besteht ja eigentlich aus Anpassungsprozessen, weil lebendige Organismen müssen sich an tote Materie irgendwie anpassen, assimilieren. Aber sie machen das eben nicht dadurch, dass sie nur sich selbst der toten Materie anpassen, sondern sie machen es auch umgekehrt. Sie passen die tote Materie sich an. Also Assimilierung heißt nicht einfach, ich verändere mich und lasse, was rund um mich ist, so sein, wie es ist, sondern ist ein gegenseitiger Prozess. Darum ist Anpassung nicht nur passiv, sondern auch aktiv. Anpassung ist ein Lernprozess, und ich halte sehr viel von Lernprozessen. Ich halte sogar die Lerntheorie
der Wettbewerbstheorie überlegen. Die Wettbewerbstheorie ist nur ein Teil der Lerntheorie. Und es gibt auf Schweizerdeutsch eine ganz spannende sprachliche Finesse, die man primitiv nennen kann oder ganz raffiniert. Es gibt Dialekte in der Schweiz, die Lehren und Lernen nicht unterscheiden. Da heißt Lehren, das Wort Lehren heißt gleichzeitig Lehren und Lernen. Und ich finde das nicht primitiv, ich finde das sehr raffiniert, weil das zeigt eben, dass dieser Prozess interaktiv ist und dass der Liberalismus eben nicht allzu sehr sich auf den Wettbewerbsbegriff als Kampf um das Bessere, als etwas Aggressives, sondern eher als etwas Lernendes, als den Versuch, die erfolgreichste Form des Tauschens herauszufinden und nicht in irgendeinem imaginären Kampf zu siegen. Das ist meines Erachtens eine modernere einer Dienstleistungsgesellschaft besser angepasste Form der Deutung von Freiheit. Ich habe seinerzeit, ich bin schon ein alter Mann, ich bin 72 und ich habe im Jahre 1974, kurz nach Abschluss des Studiums, in einer Kommission mitgewirkt, der damaligen Freisinnig-Demokratischen Partei. Und da haben wir den Slogan geprägt, mehr Freiheit, weniger Staat. Man hat dann noch ergänzt, mehr Freiheit, mehr Selbstverantwortung, weniger Staat. Aber ich habe mich immer gefragt, ob nicht eigentlich die Grundformel eindrücklicher und einfacher gewesen ist. Dieser Slogan wurde in einer Plakatkampagne und in einer Wahlkampagne populär gemacht. Und hat dann im Jahre 1978 einen ganz markanten Wählererfolg erzielt. Es haben damals mehr als 25% der Wähler nicht nur aufgrund dieses Slogans, aber auch aufgrund dieses Slogans die Partei gewählt. In den nächsten Wahlen 1982 begann dann der Niedergang der schweizerischen FDP, der nicht so rasant und nicht so dramatisch verlaufen ist wie der in Deutschland. Aber heute kommt die Partei noch ungefähr auf 12, vielleicht 13%, die hoffen in den nächsten Wahlen wieder auf 15. Und die Frage ist, warum? Und das wird nun sehr unterschiedlich analysiert. Ich sage Ihnen zuerst die Analyse von Mitte Links und die ist kürzlich publiziert worden in der Neuen Zürcher Zeitung. Das ist ein Historiker namens Thomas Meissen, der in Paris forscht und der sagt, nicht der Niedergang der FDP und des Liberalismus in der Schweiz begann eben gerade mit diesem Slogan. Und zwar darum, weil die FDP seit der Gründung des Bundesstaates die staatstragende Partei war und immer die Mehrheiten gestellt hat und überall den Einfluss, und wenn die staatstragende Partei selbst sagt, jetzt machen wir Wehrfreiheit und weniger Staat, dann ist das ein Zeichen, dass sie sich aus der Verantwortung zurückzieht und das wirkt dann auf die Wählerschaft so, wie wenn die nicht mehr an sich selbst glauben würden als staatstragende Partei. Das kann man so sehen, aber Sie können sich vorstellen, dass ich es nicht so sehe und auch gute Gründe habe, das nicht so zu sehen. Weil man hat nämlich den Slogan überhaupt nicht befolgt. Und jede Wählerschaft quittiert eben Dinge, die von einer Partei behauptet werden und dann nicht eingehalten werden, durch einen Auszug aus der Wählerschaft und durch den Übergang zu einer anderen Wählerschaft. Und das genau ist geschehen, nicht? Und der Niedergang der FDP, der Schweiz, der relative Niedergang, der begann eben nicht mit dem Slogan, sondern der begann damit, dass die Partei zwar den Slogan verkündet hat, aber sich nachher in keiner Weise daran gehalten hat. Man hat nicht nur den Ordnungsstaat ausgebaut, man hat den Infrastrukturstaat ausgebaut, man hat den Interventionsstaat ausgebaut
Und man hat den Umverteilungsstaat, den Wohlfahrtsstaat ausgebaut und alles mit dem Segen der sich selbst liberal nennenden Partei. Sie kennen das ein wenig, das erinnert sich vielleicht an Dinge, die Sie auch von Ihrem Land kennen. Nun, die Staatstypen, die ich jetzt nochmals aufzähle, also Ordnungsstaat, Ordoliberalismus und so, das sind wir ja dafür. Das ist der Rechtsstaat, der die Basis schafft, auch für Eigentum und Freiheit. Und aus diesem Ordnungsstaat entsteht ein Bedürfnis, öffentliche Dienstleistungen und so weiter zu produzieren. Das ist dann der Infrastrukturstaat, wir nennen das auf Französisch Service Public Staat. Aus diesem Infrastrukturstaat kommt dann der Interventionsstaat, der sagt, Markt ist schon gut, aber man muss da ein bisschen und da ein bisschen, es gibt die externen Effekte und so weiter und da muss man korrigieren. Und wenn der Interventionsstaat da ist, dann kommt sehr schnell auch der Umverteilungsstaat, der darauf reagieren soll, dass offensichtlich Verhältnisse, wie sie in modernen Wirtschaften eben vorkommen, auch zu ungleichen Verteilungen von Vermögen kommen. Nun, das Schwierige am Ganzen ist, dass es sehr problematisch ist, die Grenze zu ziehen, wo der Ordnungsstaat übergeht in den Infrastrukturstaat und wo der Infrastrukturstaat übergeht in den Interventionsstaat und wo der Interventionsstaat übergeht in den Umverteilungsstaat. Etwas boshaft könnte man sogar sagen, jeder dieser Staatsverständnisse trägt irgendwie den Keim des Nächsten schon in sich. Und darum sind jene konsequent, die sagen, wir müssen schon beim Ordnungsstaat sehr vorsichtig sein. Ich will die Diskussion hier nicht führen, dass ich befürworte den Ordnungsstaat, aber ich habe Verständnis für Leute, die sagen, schon dort ist im Keim sehr vieles angelegt, das nachher zu Problemen führt. Nun, die Frage, warum immer mehr Staaten, warum auch in der Schweiz, warum war auch die Schweiz nicht immun gegen diesen Prozess, den wir weltweit überall beobachten und vor allem in Europa beobachtet haben, im ganzen 19. Jahrhundert, im ganzen 20. Jahrhundert und vor allem in der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg. Warum sind all diese Staatstypen gewachsen und gewachsen und gewachsen? Ökonomen von Ihnen wissen, es gibt das Wagnersche Gesetz der wachsenden Staatsausgaben, schon vor dem Ersten Weltkrieg formuliert worden, als ökonomisches Gesetz. Es gibt die Erklärung, dass eben die Globalisierung eine internationale Arbeitsteilung hervorbringt, die sehr viele Vorschriften zusätzlich notwendig macht. Und dass diese Vernetzung eben so komplex ist, dass die Komplexität nur wieder durch mehr Staat reduziert oder werden kann. Dann gibt es die an sich einleuchtende Begründung, dass komplizierte und gefährliche technische Anlagen wie Kernkraftwerke und so einen Regulierungsbedarf auslösen, der eben mit weniger Staat nicht zu bewältigen ist. Und den letzten Grund habe ich schon erwähnt, der ist jetzt in aller Munde, dass die wachsende Differenzierung durch Arbeitsteilung auch eine soziale Differenzierung mit sich bringt, die auch unterschiedliche Vermögensverhältnisse auslöst. Das ist die Piketty-These, dass durch die Ungleichheit, die erzeugt wird, ein Ausgleichsbedürfnis ausgelöst wird. All diese Gründe könnte man jetzt als Ausrede verwenden, warum in der Schweiz, wo ja ökonomische Gesetze wie die Wagner entwickelt hat, Globalisierung in großem Ausmaß, Technisierung auch in großem Ausmaß, Differenzierung auch in großem Ausmaß stattgefunden hat, wo es diese Trends gab, dass eigentlich, dass man sagen kann, es ist verständlich, dass die Schweiz diesen Trends nicht aufweisen konnte. Ich habe eine etwas andere Sicht. Aber sie sind nicht zwingend, solange es Gegenkräfte gibt und Immunitäten. Und diese Gegenkräfte hat es in der Schweiz gegeben und es gibt sie heute noch.
aber diese Gegenkräfte sind am Schwinden. Und die eine habe ich genannt, kreative Dissidenz. Es gibt noch andere Lieblingsbegriffe von mir, die ich jetzt nicht weiter erläutere. Allergie gegen Zwang, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, Eigenständigkeit und Eigentum. Das führt konsequenterweise zu Steuerwiderstand, dass man nicht gerne vom Eigentum etwas abgibt. In der Schweiz besonders deutlich spürbar, weil wir kriegen ja eine Rechnung, wo der Steuerbetrag draufsteht und wir müssen das einzahlen und merken darum viermal im Jahr oder einmal im Jahr in einer ganz großen Zahl, was wir wirklich zu bezahlen haben. Natürlich nicht alles, Mehrwertsteuer merken wir nicht und alle Steuern, die wir an der Tankstelle und über die Energie und so zahlen, die merken wir auch nicht. Aber eine große Zahl von Steuern sind schmerzhaft bei jedem noch spürbar. Dann, ich nenne jetzt die Gegenkräfte, die meines Erachtens nicht nur in der Schweiz, sondern in der ganzen Welt, in allen normal empfindenden Menschen vorhanden sind, eine Bevorzugung emotionaler und familiärer Bindungen gegenüber rationalen, anonymen Bindungen und ein Grundzweifel an der Macht der Politik generell. Die ganze Politik muss permanent immer diese Zweifel wieder beseitigen und braucht darum viel Propaganda und manchmal auch ein entsprechendes Geschäft mit der Lüge. Es ist in der Schweiz relativ lange gelungen, diese Gegenkräfte eben aufrechtzuerhalten. Und diese Gegenkräfte gegen die eine Immunität gegen den wachsenden Staat bilden, die sind geschwunden und ich frage mich nun, wie und warum? Weil nur wenn wir das wissen, können wir nachher auch wieder Gegensteuer geben. Einmal ist es so, dass natürlich die Schweiz zwar außerhalb der zwei Weltkriege geblieben ist und auch im Kalten Krieg eine relativ angenehme Position hatte, aber sie ist in verschiedener Beziehung trotzdem zum Opfer geworden, weil diese Kriegssituation, auch wenn die Schweiz nicht involviert war, doch den Zwang zur Staatswirtschaft eben stark gefördert hat und die Abhängigkeit vom Staat gefördert hat. Die Schweiz war ja nie voll autark und in beiden Kriegen, im ersten noch mehr als im zweiten, musste künstlich eine zusätzliche, man nannte das Anbauschlacht, geführt werden, wo mit letzten Mitteln auch die letzte Parkfläche in den Städten mit Kartoffeln bepflanzt wurde, nur um die Ernährung sicherzustellen. Es gab im Ersten Weltkrieg auch Hunger und diese prägenden Erlebnisse, dass man eben abhängig war vom Staat und auch Positives erlebt hat, eben durch diese Abhängigkeiten, durch diese Rationierung, dieses Eingreifen in Prozesse, die notwendig werden in einer Belagerungssituation, das hat eben die Leute geprägt und das ist aus meiner Sicht die Kriegsfolge. Alle Kriege bringen einen Schub an Etatismus, aktiv Krieg führen, die müssen nachher die Kosten bezahlen, auch wenn sie gewonnen haben. Und möglicherweise ist es sogar besser, wenn man verloren hat. Aber lassen wir das. Die Schweiz hat also durch diese beiden Weltkriege eben einen Schub an zusätzlicher Staatsbedürftigkeit und an zusätzlichem Staatsglauben eben doch gemacht. Dann haben beide Weltkriege die Modernisierung, die in anderen Staaten eben durch den Krieg beschleunigt worden ist, auch die Modernisierung der sozialen Strukturen und so weiter, die sind in der Schweiz retardiert worden, sodass nach dem Zweiten Weltkrieg, und das habe ich nun schon beinahe ein bisschen erlebt, in den 50er Jahren, die Schweiz im sozialen Bereich, nennen wir Frauenstimmrecht und so weiter, einen Modernisierungsbedarf hatte. Und dieser Modernisierungsbedarf, einen Stau. Und in diesem Stau, und das ist der zweite Grund, warum in der Schweiz diese Etatisierung
doch stattgefunden hat, ist die Wirkung der 68er Bewegung. Die ist in der Schweiz relativ friedlich verlaufen. Ich war damals Student und ich habe das miterlebt. Ich war nicht auf der Aktivistenseite, aber ich war auch nicht auf der Seite der totalen Verweigerer dieser Bewegung. Wir hatten eine liberale Studentenschaft, die sagt, das ist nicht alles schlecht, wir müssen selektionieren, was an diesen Postulaten wirklich anti-autoritär, was richtige Fragen sind, die neue Antworten brauchen, und was an dieser Bewegung eben in die völlig falsche etatistische Richtung geht. Die 68er Jahre haben die Schweiz stärker innerlich aufgewühlt, als das auf den ersten Blick gedacht wird. Sie hat vor allem die Universitäten verändert und sie hat ein Klima geschaffen, in dem praktisch die ganz große Zahl der Intellektuellen und die ganz große Zahl der an der Universität Lehrenden Anhänger wurden von dieser erkenntnistheoretischen Schule, die in mehr Wissen über die Gesellschaft eine bessere Steuerung der Gesellschaft erwarten. Das ist dieses, dass man aus dem Sein, das man erforscht, ein Sollen ableiten kann. Das ist praktisch heute, ohne dass das noch hinterfragt wird, in der ganzen Sozialwissenschaft Dogma. Also wir wissen zwar noch nicht alles, was die Menschen brauchen, wir wissen noch nicht alles, was die Menschen glücklich macht, wir wissen noch nicht, was wirklich die beste Wirtschaftsform ist, wahrscheinlich irgendeine Mischung von Liberalismus und Sozialismus und Populismus und so weiter. Wir wissen es noch nicht, aber wir sind daran, das zu erforschen, und früher oder später wissen wir mehr, und dann müssen jene, die das wissen, haben dann die Verantwortung, diesen emanzipatorischen Prozess, ich weiß nicht, kennen Sie die Begriffe noch? Man braucht den Begriff nicht mehr, aber die Sache ist immer noch da. Es geht darum, etwas, das die Elite schon weiß, einfach schrittweise über Lehre, über Medien, über Verwaltung den Leuten beizubringen. Und beispielsweise wissenschaftlich aus dieser Sicht ist es ganz eindeutig, dass die Schweiz mitmachen muss in einer so guten Sache wie die Europäische Union. Das ist jetzt nur eine Frage der Zeit, dass wir Wissenschaft und wir Elite jetzt diesem dummen Volk schrittweise beibringen müssen, dass das gut ist. Und dieses Denken beherrscht unhinterfragt und ohne dass das groß diskutiert würde, und darum lege ich einen so großen Wert darauf, beherrscht das. Das ist keine ideologische Frage, das ist eine erkenntnistheoretische Frage. Leute, die glauben, man könne durch besseres Wissen und mehr Wissen auch die Verhältnisse des Sollens verändern, ohne dass man dazu ein Bekenntnis ablegen muss, beispielsweise zur Idee der Freiheit. Die sind gefährlich. Und diese Gefährlichkeit wird nicht erkannt. Und das ist in Deutschland auch spürbar. Wie stark, müssen Sie selbst beurteilen. Dass die Frankfurter Schule mit diesem emanzipatorischen Wissenschaftsbegriff den Ton angibt, das zeigt sich eben auch darin, dass sich sehr viele Sozialwissenschaftler in ihr Spezialgebiet zurückgezogen haben und die erkenntnistheoretische Frage selbst gar nicht mehr stellen. Und sagen, das macht Kollege sowieso, der macht Wissenschaftssoziologie und Ethik und ich weiß nicht was. Ich beschäftige mich jetzt nur mit meinem Fachgebiet, und das ist die Erforschung der Seuchen im 19. Jahrhundert oder der und so weiter. Und da kümmere ich mich nicht um die Frage der Erkenntnistheorie, das sind Spezialfragen. Aber das ist eine ganz gefährliche Sache, wenn die Spezialisten sich abmelden aus der Frage, was kann man, was soll man, was muss man wissen, was soll man tun und so weiter. Wenn man die vier Fragen, die Kant gestellt hat, nicht selbst sich immer wieder stellt, was kann ich wissen, was darf ich hoffen und was sollen wir tun und was ist der Mensch? Wer diese vier Fragen nicht mehr stellt, der kann auch in seinem Fachbereich eben keine gültigen Beiträge mehr leisten. Und das ist in der Schweiz weitgehend so gediehen, leider. Das ist der zweite Grund. Ich habe insgesamt
fünf Gründe aufgezählt, warum in der Schweiz dieser Vormarsch des Staates und des Etatismus und der Abschied vom Gefühl, eben was Besonderes zu sein und was außerordentlich zu sein, stattgefunden hat. Der erste Weltkriege, Isolation, tatsächliche Notwendigkeit des Staates. Der zweite eben, die Auswirkung der 68er Jahre in dieses Vakuum mit einer erkenntnistheoretischen Ratlosigkeit, die wenige erkennen. Darum sage ich das so temperamentvoll. Meine Kollegen, die Professoren sind an Universitäten, sagen, ja, du siehst Gespenster, das ist nicht so schlimm, wir sind da gemischt wie immer und so weiter. Und es gibt ganz wenige, die da diese Frankfurter Sachen da noch glauben und so weiter. Aber wenn ich dann wirklich die Fragen stelle und wenn ich dem nachgehe, dann sehe ich leider, ich wäre ja froh, ich hätte nicht recht, aber dann sehe ich leider eben diese Wüste an erkenntnistheoretischen Mängeln in der ganzen Sozialwissenschaft. Glücklicherweise sind die Naturwissenschaftler da weniger betroffen. Nun gibt es einen dritten Grund, der vielleicht spezifisch schweizerisch ist, der aber in Deutschland sicher auch eine Rolle spielt. Der dritte Grund, warum der Staat diesen Vormarsch in den letzten 30, 40 Jahren hat machen können, ist nicht, weil es so viele Staatsgläubige und Sozialisten gegeben hat. Die gibt es immer. Das ist klar, das gehört zu ihrer Ideologie. Die wollen mehr Staat, weil das zu ihrer Ideologie gehört. Aber das genügt nicht. Es braucht auch Leute vom anderen Lager, die leider zu wenig dagegen tun oder die am gleichen Strick mitreißen. Und das ist, ich nenne das den inhärenten Korporatismus, wo Big Government und Big Business eben zusammengehen. Und wo am Sonntag gesagt wird, ich bin liberal, und am Montag wird gesagt, aber jetzt Staat, jetzt musst du schauen, dass meine Branche speziell besser und anders reguliert wird und dass ich diese und diese Vorteile habe. Und das war in der Schweiz noch ausgeprägter als an anderen Orten. Die Schweiz durch ihr Konsenssystem und durch ihr Milizprinzip, wo viele Leute gleichzeitig politisieren und gleichzeitig auch Firmen leiten und in leitenden Gremien sind, da ist natürlich der Korporatismus gewissermaßen durch die personelle Einheit fast gegeben. Und ein Teil der Schweizer Wirtschaft, ich sage das jetzt ein bisschen pointiert, ist tatsächlich etatistisch eingestellt und ist staatssüchtig geworden, weil im Moment, wo man diesen Weg beschritten hat, ist das auch ökonomisch notwendig, nicht? Weil sonst macht das der Konkurrent. Und es gibt dann den Zwang dazu, dass man, wenn man selbst den Vorteil nicht holt, dann holt der andere den Vorteil. Und aus meiner Sicht hat das den Etatismus und die Nähe von Staat und Wirtschaft mehr vorangetrieben als die ganze sozialistische Ideologie. Das sind unsere eigenen Leute, die ihre Ideale verraten haben, um Geschäfte zu machen und um sich besser zu positionieren, weil sie eben gute Verbindungen haben in der Verwaltung und in der Regierung. Dann gibt es einen vierten Grund, das ist die Konkordanz, das Konkordanzsystem, das mehr Parteien eben mit einschließt. Das ist ein Schutz gegen den Untergang einer Partei. Und das schützt auch die Schweizer FDP vor dem totalen Untergang, weil wer integriert ist in einem Regierungssystem, der hat die Möglichkeit, eben je etatistischer das ist, desto mehr kann er Aufträge vergeben und desto mehr wird er Parteianhänger haben, die nur darum bei der Partei sind, damit sie aus ihrer Nähe zu den jeweiligen Freunden in der Regierung wieder ökonomische Vorteile haben. Also die Parteimitgliedschaft und die Parteigefolgschaft hat einen ökonomischen Vorteil für alle und das stärkt eben das bestehende Parteiensystem und macht es attraktiv. Dieses Konkordanzsystem hat sehr lange dadurch funktioniert, dass sich Regierungsleute in den Kantonen und auch im Bund immer auch umgeben haben mit
Leuten, mit Beamten aus der anderen Partei, um die Informationen zu haben, was dort läuft und um die eigene Macht abzustützen. Je mehr das aber Mitte links in die Verantwortung hineingekommen ist, über diese 68er Philosophie, desto mehr hat sich das abgeschwächt und offenbar ist der Vorteil, die eigenen Leute nachzuziehen, heute so attraktiv geworden, dass die Bundesverwaltung und auch ein Teil der kantonalen Verwaltung eben eine sehr stark Mitte-Links-Lastigkeit hat, die im Volk nicht repräsentiert ist. Und das Letzte, das ist für mich das Schwierigste und das Traurigste, und damit schließe ich dann, nicht ohne auch meine noch offenen Fragen und meine Traktantenliste für Fragen noch bekannt zu geben. Das Letzte ist die Frage, welche Rolle spielt bei dieser schleichenden oder nicht schleichenden Etatisierung, zusätzlichen Verstaatlichung, welche Rolle spielt die Demokratie? Und Sie wissen alle, oder alle, die meine Hayek-Rede in Freiburg noch im Kopf haben, ich bin ein Anhänger der direkten Demokratie, aber ich habe meine Vorbehalte genau an jenem Punkt, wo wir eine Bevölkerung haben, die mehrheitlich und nachweisbar mehrheitlich abhängig ist von Berufswegen vom Staat, von Rentewegen vom Staat, von Auftragswegen vom Staat. Und wenn man das nachrechnet in der Schweiz, dann kommt man mindestens auf 70% der Bevölkerung, die direkt oder indirekt eigentlich davon profitieren, dass es mehr Staat gibt. Und wer das so beurteilt, der muss sich eigentlich wundern, dass es noch so viele Leute gibt, die nicht einfach nur etatistisch und etatistisch und etatistisch wählen. Weil wenn sie nur den eigenen Vorteil wahrnehmen und sagen, also ich muss ja meine Stelle behalten, ich muss meine Aufträge behalten, ich muss meine Beziehung behalten und so weiter. Und wenn das 70% der Leute sind, dann muss eigentlich gibt es keinen geordneten Rückzug über Mehrheiten aus dem etatistischen Prinzip. Ganz wichtig sind auch die Rentner, die heute einen großen Anteil der Bevölkerung stellen, die alle überhaupt kein Motiv haben, für weniger Staat zu stimmen. Außer sie haben noch Nostalgie und sagen, irgendwie erinnere ich mich, dass so etwas wie Freiheit und Unabhängigkeit eben doch gut war. Aber wenn ich das so sehe, dann wundere ich mich eigentlich, warum der Wähler und der Stimmberechtigte als reiner Homo economicus, der nur auf die eigene Brieftasche schaut, nicht noch mehr etatistisch und nicht noch mehr links wählt. Es gibt Gründe dafür, weil der Mensch eben als politisches Wesen nicht nur optimiert und weil er möglicherweise das auch noch nicht voll realisiert, glücklicherweise. Darum frage ich immer, soll man das so deutlich sagen, dass auch der Letzte merkt, dass er eigentlich im eigenen Interesse die Mitte oder die Linke wählen müsste, weil er dann mehr davon hat? Oder gibt es Leute, die mit einer gewissen Weitsicht und einer gewissen Verantwortung auch für künftige Generationen eben in der Lage sind, obwohl sie selbst persönlich einen Vorteil hätten, das anders zu sehen. Ich habe das formuliert mit dem Teufelskreis und ich lese das noch kurz vor. Das ist ein Teufelskreis, der vor allem einer direkten Demokratie zu denken gibt. Es gibt wohl keine verlässlichen Statistiken, die zeigen, wie viele Leute direkt als Arbeitnehmer oder indirekt als Rentner, Bildungskonsumenten, Subventionsempfänger oder als Lieferanten finanziell vom Staat abhängen und damit gute politökonomische Gründe haben, für mehr Staat einzutreten. Es dürfte auch in der Schweiz heute über 70% sein. Angesichts dieser Entwicklung erstaunt es eigentlich, dass es überhaupt noch ein staatsskeptisches Wählerpotenzial gibt, das aus rein emotionalen Gründen, ich nenne das Anti-Etatismus, Traditionalismus oder aus dumpfen Ängsten gegen die zentrale Staatsmacht, die ich gar nicht so falsch finde, oder aus rein rationalen Gründen, z.
zum Beispiel aufgrund eines langfristigen Misstrauens und Unbehagens gegen den laufenden Verstaatlichungstrend und gestützt auf die historische Erfahrung vom Scheitern sozialistischer Wirtschaftssysteme nicht sozialdemokratisch politisiert, obwohl diese Wähler und Stimmbürger persönlich mit mehr Staat mindestens kurz- und mittelfristig finanziell besser fahren würden. Ich frage dann, gibt es doch noch so etwas wie einen liberalen Pro-Freiheitsinstinkt, der stärker ist als das eigene Portemonnaie? Bleibt die familiengestützte Sorge um die kommenden Generationen doch noch irgendwie wirksam? Ist sich Goethes Mensch in seinem dunklen Drange des rechten Weges wohl bewusst? Stimmt es doch, dass Volksmehrheiten eine längerfristige Perspektive haben als Parlamentsmehrheiten? Oder sind sie einfach konservativer und bewirken als Bremser, dass wir in der Schweiz einfach etwas langsamer als die anderen in die falsche Richtung fortschreiten? Dass der Homo politicus nicht durchwegs mit einem kurzfristig kalkulierenden Homo economicus vulgaris, also einer, der wirklich nur an das rein wirtschaftliche im engeren Sinn denkt, bleibt für den liberalen Rechtsstaat eine Chance. Es gibt noch Individuen und Gemeinschaften, die ihre Entscheidungen rational oder emotional oder in einem unentwirrbaren Gemisch, das gar nicht so schlecht ist, auf langfristige, generationenübergreifende Erfahrungen jenseits der Tagespolitik abstützen. Der Homo economicus cultivatus ist möglicherweise bei mittelständischen, ruralen, im ruralen Milieu verwurzelter Durchschnittsmenschen mit gesundem Menschenverstand weiter verbreitet als bei den urbanen Intellektuellen, die sich für eine Elite halten. Diese gleichzeitig traditionell verwurzelten und anthropologisch Weitsichtigen haben den Auftrag, die schleichende Verstaatlichung und den scheinbar unaufhaltsamen Trend zur Zentralisierung, zur Harmonisierung und zur Bürokratisierung als Tanz unter dem Vulkan zu deuten und den Wohlfahrtsstaat als ein gefährliches nach uns die Sintflutprojekt zu entlarven. So viel mein Kommentar zu dieser Entwicklung. Sie sehen, es ist darin viel Sorge, aber es ist darin auch etwas Hoffnung. Und darum möchte ich vorläufig damit schließen, nicht ohne Ihnen jene Punkte noch aufzuzeigen, die ich mir auch noch notiert habe und die für Sie vielleicht wichtig sind. Ich habe mir notiert, dass Sie möglicherweise interessiert wären an der Frage, was ist mit dem Flaggschiff des Schweizer Liberalismus mit der Neuen Zürcher Zeitung? Die ganze Frage, welche Rolle spielt die Schweizerische Volkspartei und Christoph Blocher im ganzen Prozess? Und eine letzte Frage, die ja nicht Thema war, aber wie ist meine Beurteilung der Beitrittsfrage, wird die Schweiz oder wird sie nicht in nächster Zeit, in absehbarer Zeit, einen Beitritt zur EU vollziehen? Das sind für mich offene Fragen, zu denen ich gerne Stellung nehme, aber vielleicht haben Sie ganz andere. Ich habe jetzt lange gesprochen und ich hoffe, ich habe jene Dinge, die mich emotional bewegen, auch genügend emotional vorgetragen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, aber ich freue mich auf Ihre Fragen.